Hallihallo, willkommen auf meinem Channel. Heute mache ich ein Video nur über die kranken Pflanzen, beziehungsweise nicht kranken, sondern eher beschädigten Pflanzen durch falsche Handhabung. Hier habe ich mir genau solche Pflanzen ausgewählt mit üblichen Problemen, welche Kalatheen normalerweise haben. Das werden wir jetzt besprechen. Ich hoffe, die Video wird nicht so lang. Ich konzentriere mich auf Wesentliche. Ich muss so sagen, wenn etwas schief läuft und Sie sind noch nicht so mit der Kalatheen einvertraut, wenn Sie einen Fehler machen, wenn Sie schon etwas wissen, aber trotzdem einen Fehler gemacht haben, oder egal welche Fehler Sie gemacht haben, glauben Sie mir, Sie brauchen Kalatheen auf gar keinen Fall wegschmeißen. Sie brauchen nie die Hoffnung aufgeben. Diese Pflanzen haben erstaunliche Möglichkeit, sich zu regenerieren. Sie sind sehr, sehr empfindlich. Sie verzeihen keine Fehler, das muss man so sagen. Sie lassen sich so leicht beschädigen. Sie reagieren auf alles. Ich denke, das sind irgendwelche Mikrosensoren, welche auf alles reagieren. Auf Sonne, auf Klima, auf Feuchtigkeit, Umgebungswechsel, Topfwechseln. Beispiel, dann, ich habe nie so lebendige Pflanze bis jetzt gesehen, beziehungsweise habe ich nie so eine Erfahrung normalerweise gehabt mit so empfindlichen Pflanzen. Deswegen haben sie einen schlechten Ruf. Aber niemand spricht darüber, dass diese Pflanzen, da habe ich noch ein Beispiel, so eine die sind widerstandsfähig da unten. Verstehen Sie? Unten. Da oben ist der optische, ja, das ist so wie ein Signal, ihre innere Pracht, sie kommuniziert mit ihnen durch ihre Blätter, Blätter fallen ab, Blätter rollen sich, das sind die üblichen Probleme mit der Kalatheen. Okay, ich konzentriere mich jetzt. Die wesentlichen Probleme sind, die Blätter werden gelb, hier jetzt habe ich kein gelbes Blatt, Gott sei Dank, nein, habe ich nicht. Habe ich keine Pflanze mit gelben Blättern. Was bedeuten gelbe Blätter? Die gelben Blätter werden, wo kann ich da zeigen? Beispiel die Rufibarber. Hier ist das beste Beispiel. Zeige ich auf ihr. Beispiel, wenn Sie diese untere Blätter von der Kalatheen, egal welcher Typ, gelb werden, Problem kommt von unten. Zu viel Wasser. Ja? Oberste Regel. Nicht gießen, bis die fast nicht ausgetrocknet hat. Da habe ich in dem letzten Video gezeigt, ich habe einen Moistmeter und der zeigt mir, wann er nicht zeigt, drei, ich gieße es nicht, bis sie nicht austrocknen, nicht gießen, die größte Fehler, zu viel Wasser, die Blätter werden gelb, die fallen ab, die Wurzeln sofort fangen zum Schimmeln, Katastrophe. Trotzdem, keine Hoffnung aufgeben. Problem Nummer zwei, die Blätter, da haben wir ein gutes Beispiel, rollen sich ein. Ja, die werden sich einrollen. Aus welchen Gründen? Verschiedene Gründe. Zu viel Wasser, zu wenig Wasser, Stress, umtopfen. Ja, das sind alles, sie reagiert und spricht mit ihnen und rollt ihre Blätter ein. Keine Sorge. Drittes Problem, beschädigte Blätter. Ja, beschädigte Blätter. Da auch kann man sehen, beschädigte Blätter, auch nicht so viel. Beschädigte Blätter. Sie sehen diese Art, diese Probleme bei Ihrer Pflanze, nämlich eckige, ja, eckige, dunkle Flecken, solche Beschädigungen an die Blätter. Die fangen immer von den ganzen Spitzen an, die fangen nie vom jetzt vom Stamm an, sondern von den Spitzen, immer fangen mit den Spitzen, ja. Da ist auch ein Beispiel. Das war eine Kalatheen Crocata mit diesen schönen orangenen Blumen. Da ist sie, sehen Sie, das ist das Problem. Das war noch eine, beziehungsweise war eine, ich habe sie geteilt. Da sehen wir hier eine Amaryllis Kalatheen, sehen Sie, die Blätter rollen sich wieder ein. Kein Problem.
Kein Problem, überhaupt. Die Pflanze hat Stress erlitten. Ich rate sofort zu gehen. In jeglichen diesen Beispielen, die Blätter werden hier so kaputt, würden beschädigt, haben sie sich eingerollt, so sind sie geworden, rollen sie so ein, ja. Ich rate, da ist meine Sabrina, ist ein Blatt geblieben, ich rate sofort zu gehen, das funktioniert. Sie werden, wenn sie die Pflanze überwässert haben, zu viel Wasser, wenn sie sehen, dass sie sich Bretter eingerollt haben, vor oder nach Umtopfen, sehen sie verschiedene Beschädigungen. Ich mache einen Restart. Normalerweise, ich topfe die Pflanze sofort um, das ist das, aber geben wir sie neue frische Erde, unbelastbare Erde. Für jeden Fall, vielleicht ist es in der Erde etwas gewesen und das hat sich nicht gefallen, bitte Nummer 1, neue Erde umtopfen. Wann sie zum Beispiel vorher kein Problem hatten und nach Umtopfen ist zu diesen Erscheinungen gekommen, verschiedenen solchen, topfen sie noch einmal um. Ja, ich rate es so, noch einmal umzutopfen. Das ist so wie ein Restart, zweimal Schock und dann wieder lebt sie, ja, so wie beim Herzschlag, ja, wenn die Herz aufhört zum Funktionieren, wir schlagen noch einmal auf die Seite, um Bewegung zu bringen. Das machen wir bei Karate auch so. Genau, egal welcher Fehler ist, umtopfen die Pflanze sofort in die neue Erde. Sehr sparsam gießen, dann nicht mehr gießen durch die, nicht durch unten, nicht von oben, sondern nur sprühen. Paar Tage nur oberflächlich sprühen. Dann behandeln Sie diese Pflanze als ein Steckling. Eine Pflanze, welche erneut zu einer Pflanze wird. Erst, ja, durch diesen Schock, durch egal was. Noch einmal, aber nur sprühen. Oberflächlich sprühen. Ja, nicht mehr gießen. Drittens, die größte Problem, Sie sehen hier, ich habe hunderte gelbe Tafeln hier bei mir, es sind die Trauermücken, das können wir nie loswerden, wir können sie durch eine Kombination und mehrere Sachen in der Schacht halten, dass sie nicht ausbrechen, aber noch einmal. Egal, wann Sie beispielsweise Ihre Pflanze von der Spinnmilben befallen ist oder egal von welchen Insekten, machen Sie keine Sorge. Das ist ganz normal, dass die Pflanze das hat. Sie muss das haben und wird dadurch stärker. Sie stirbt nicht. Die Leute sehen das und sofort sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt Spinnmilben oder gar keine Ahnung, irgendwelche Kriecher. Sofort, ich behandle jetzt die Pflanze, ich sprühe sie mit Neemöl oder reibe sie mit Alkohol, tue ich das. Nein, nein, überhaupt kein Panik. Keine Panik. Die Pflanze wird dadurch nur stärker. Sie muss sich mit diesem natürlichen Feind, beziehungsweise das ist die Leben, wie es funktioniert. Sie ist die Futter von jemand anderen. Einer stirbt, einer lebt. Aber die Pflanze wird nicht sterben, außer dass irgendwelche große Befall ist und sie tun gar nichts. Wird sie vielleicht nicht mehr Kraft haben. Aber die gesunde Pflanze, sehen Sie diese Beispiel, das sind gesunde Blätter. Und wenn sie von den Insekten befallen sind, sie werden überleben, weil sie stark sind. Deswegen ist wichtig, dass die Pflanze gesund ist. Und wenn sie gesund ist, und egal von welchen Insekten befallen, bitte nicht sofort sprühen, nicht sofort reiben, gar nichts machen. Nur mit Wasser abspülen. Neemöl tötet Calathea. Neemöl können wir nur benutzen, um zu gießen und Larve abzutöten. Bitte, oberste Regel, nicht sprühen. Calathea mag gar keine Sprühen von irgendwas, als es Wasser wäre. Das reine Wasser ist für sie
eine von wichtigsten Medikamenten, reines, pures Wasser. Und ich habe viele Leute eine Diskussion gehabt und so meine ich, das war, dass die Leute sagen, naja, ist egal, ich gieße sie mit ganz normalem Wasser, Leitungswasser, wieso muss man so große Drama machen? Muss man nicht. Aber ich gehe davon aus, dass jeder, welche die Pflanzen, die etwas teurer sind und anspruchsvoller sind, sie hat schon zu Hause, dass sie sich auch adäquat um sie kümmert. Ja, wenn sie keine Cola trinken und jemand jeden Tag sie Cola serviert und ihm trinken, weil sie keine andere Möglichkeit haben, etwas anderes zu trinken, sie werden es trinken. Aber das wird man im Laufe der Zeit merken und wäre auch irgendwie unfair gegenüber sie. Ja, das, genau, die Hauptgrund heutiger Videos war, wie überlebt eine Calathea, beziehungsweise wie beleben wir eine Calathea wieder? Sie können Calathea beleben, auch wenn sie jegliche Blätter verloren haben oder sind abgefallen oder sie haben sie abgeschnitten. Ich würde raten, nicht abzuschneiden, aber wenn sie trotzdem das gemacht haben, habe ich auch keine Sorge, sie wird neu wachsen. Da kann ich Ihnen jetzt zeigen. Ich habe hier in diese Tongranulat, wenn Sie vielleicht jetzt sehen, Sie sehen kleine neue. Und das, was ist das? Das ist, eine Sekunde, mein, ja, das ist die Wurzel bzw. diese dicke Knolle, was die in der Erde, was die Calatheen in der Erde haben. Das war eine große Pflanze, sie hat so viele beschädigte Blätter auch, weil die Vorbesitzer sie mit Leitungswasser gegossen haben. Ich habe sie geteilt auf drei, weil sie sehr groß war und mir drei haben wollen. Wieso besser drei als eine? Wenn eine wirklich stirbt, dann habe ich noch zwei Chancen. Joker, sagen wir so. Das mache ich immer. Sie tun was. Sie teilen diese Pflanze zum Beispiel. Die Blätter reagieren, naja, sie werden gelb oder keine Ahnung, sie fallen ab. Kein Problem. Sie buddeln die Wurzel aus, diese dicke Knolle mit der Wurzel. Sie schneiden die Überreste oder was nicht in Ordnung war oder es verschimmelt weg. Sie stecken dann, sehen Sie, sie stecken das in Tongranulat mit Wasser und lassen sie so stehen. Jetzt was passiert? Jetzt diese Knolle bzw. diese dicke Wurzel, diese Stamm, wo die Wurzel sitzen, er wird mit der Zeit jetzt im Wasser neue Triebe austreiben. Sehen wir das gut? Ja, sehen Sie, das ist der Schnitt. Das habe ich alles abgeschnitten, keine Blätter, gar nichts mehr. Die Wurzel auch gekürzt und Wasser, Tongranulat und ein Schuss Wasserstoffperoxid, um nicht zu schimmeln. Ja, Wasserstoffperoxid abtötet jegliche Schimmel, Schimmelsporen, deswegen schimmelt euer Wasser nicht und ihre Pflanze schimmelt dort auch nicht, sondern nur ein kleiner Schuss Wasser, um jegliche Schimmelbildung zu unterbinden. Genau, Sie können jetzt, das ist das Punkt, Sie können jetzt die Calathea, welche alle Blätter verloren hat, und am Ende nur das in der Erde, diese dicke Stamm mit ein paar Wurzeln geblieben ist, wieder erneut zu einer Pflanze ziehen, ja, indem sie in eine so Glas mit Tongranulat und Wasser hineinstecken und so lassen. Ein, zwei, drei Wochen zeigt sie schon die erste, sehen wir jetzt gut? Ja, jetzt sehen wir. Die erste Triebe. Wenn sie austreibt, dann können sie wieder in der Erde einsetzen. Wenn sie durch diese Umstellung, das war in diesem Fall beim Amaryllis, aus Wasser in Erde, überhaupt nicht vertragen hat, sie hat ständig mir die Blätter gerollt und gerollt und gerollt und gerollt und ich war so kurz davor, sie wegzuschmeißen, weil ich alles probiert habe und nichts funktioniert hat. Und haben mir gedacht, naja, wieso, es kostet mir nichts, wieder ausbuddeln, abschneiden ein paar
paar Blätter, die so schlimm eingerollt haben. Drei Blätter habe ich gelassen. Hier zeigt sie nur ein Blatt. Was habe ich gemacht? Ich habe sie ausgebuddelt und sehen wir sie hier, die Würze. Habe ich sie hingesteckt in den Tongranulat mit Wasser. Und was tue ich jetzt? Ich warte jetzt, dass sie sich würzen, vergrößern, dass sie diese Umstellung überleben kann. Sie hatte irgendwie innerhalb eines Monats überhaupt die Wurzel nicht entwickeln können und hatte sie ausgerollt, rausgerollt. Drama, 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 okay, kein Problem, wieder zurück. Und langsam sehen wir, die Blatt hat sie sich ausgerollt und sie ist noch immer grün und nicht gestorben. Hier habe ich ein paar Alocasias Rhizome, sehen wir sie. Ich habe sie auch ausgebuddelt in den Ton mit Wasser, Schuss Wasserstoffperoxid. Und sehen Sie, das ist das jetzt, das ist aus dieser Knolle. Sehen wir jetzt die Wurzel? Ja, sehen wir. Das passiert mit der praktisch geglaubten toten Calathea. Egal welche hier. Die hat sich nicht gebraucht, sie hat mir zwei Blätter übrig geblieben. Die Problem war so, die Problem war falsche Erde. Die zweite Problem ist, dass ich mit Nemöl gesprüht habe und das haben sie überhaupt nicht vertragen. Die werden fast alle Blätter dadurch verlieren und die werden beschädigt und die werden nicht besser, sondern sie müssen nur auf einen neuen Trieb warten. Mit Sabrina schlechte Erde, Überwässerung. Zwei, drei Monate, 2 Monate vielleicht mit der Plastiksackerl versucht, nein. Sie drinnen ist okay, draußen wieder raus ich ein, dann habe ich die Blätter abgeschnitten, dann wieder, ja, und so, Drama, Drama, Drama. Aber nach einem Monat schaut so aus. Die Blatt wird nicht besser, ja, aber dafür kommt eine neue Pflanze aus dem Erd. Das sehen wir jetzt, das ist gut. Ja, sehen Sie, jetzt sehen wir besser. Da ist der neue Trieb. Ja? Jetzt, wir Menschen sind auf diese optische Seite zu viel fokussiert und dann machen wir auch selbst, wir uns selbst zu viel Stress, wenn wir was gemacht haben und fühlen sich nicht gut und so. Aber die Fehler sind menschlich, niemand macht das absichtlich, sondern macht man aus Unwissenheit oder sonstiges. Aber wir müssen wissen, dass jegliche Calathea trotz Verlust vom Armblätter nuss aus die Knolle bzw. diese Wurzelbar, diese harte Stück, was wir abschneiden, ja, können wir sogar teilen. Da kann ich vorzeigen, hier habe ich aus Wurzel diese Verwitzel, ja, ich habe sie auf drei geteilt. Dann habe ich diese Teil, wo sie die Blätter verloren hat und sie überhaupt nicht mehr nichts genützt haben und da nur Drama, habe ich das alles abgeschnitten. Da habe ich noch eine zu zeigen. Das sind mehrere, sehen Sie, das sehen wir jetzt hier. Die Knollen, ne? Nein. Sehen Sie? Und hier habe ich noch drittes Stück. Alle sitzen jetzt in dieser Mischung aus Tongranulat und Wasser und sie werden, so wie hier, neue Triebe mir schenken. Das bedeutet, ich habe Hoffnung auf drei neue Verifizierungen, ja? Und hier ist die größte Teil, die überlebt hat und die waren die stärksten Blätter, die sind geblieben und die fühlen sie sich wohl. Was passiert durch diese Regeneration, durch mehrmalige Regeneration? Sie können diese Pflanze mehrmals verlieren, beziehungsweise sie können einen anderen Fehler nächstes Mal machen, ja? So werden sie lernen, aber sie wissen jetzt, wie können sie diese Calathea wieder beleben? Ja, nach diesem Prozess untopfen, nur reines Wasser, gar nichts mehr, ja, keine Chemikalien spüren, gar nichts. Es kommt so wie hier, es kommt
ein neuer Blatt, ja, irgendwann, das bedeutet, die Pflanze funktioniert und der ist deformiert. Der erste Blatt wird immer deformiert kommen, aus diesem Stress, aber die nächsten Blätter, die kommen werden, werden jetzt gesund sein. Das ist das Prozess der Regeneration. Beziehungsweise, das kann man so sagen, wenn wir als Mensch ein Bein aus irgendwelchen Gründen verlieren würden, würde in 1, 2 Monaten nachwachsen, eine neue. Ja, das ist so beim Kalater. Ihre Gliedmaßen wachsen neu an. Das ist wirklich Überlebenskünstler. Und wir sollten sie auf gar keinen Fall aufgeben. Sehen Sie, das sind die Blätter dann. Die schauen so aus. Aber die stehen ganz oben. Hier ist ein Blatt von Maranta Lemonline, die durch eine Beugung selbst sich aus dem Schoß, sag mal, rausgeschossen hat oder auf die Erde gefallen hat. Ich habe ihn aber wieder in diese Mischung aus Ton und Wasser reingestellt. Das können wir sehen, das steht da unten. Und habe gedacht, schauen wir mal, wird er etwas oder nicht. Aber ich sehe das jedes Mal, sehen Sie jetzt in dieser Position auch. Okay, ist etwas schief. Setze ich ihn. Ist etwas unstabil, ja. Wird die Blatt nach oben und nach unten. Er reagiert noch immer auf dem Leben. Oben ist am Abend ist oben, in der Früh ist am unten und ich habe gesehen, okay, er lebt. Er überlebt irgendwie. Er ist auch nicht gestorben. Das bedeutet, dass diese wirklich Kalatea-Wasser leben, aber wenn die Kalatea eine Mischung aus Erde ist und sie da zu viel Wasser reingeben, sie wird sterben. Aber in die Wasser wird sie nicht sterben. Wieso? Sie sitzt jetzt hier die ganze Zeit im Wasser. Wieso? Weil sie, so wie ein Beispiel, so Geschirrspüler funktioniert, indem sie diese Pumpe schließt und macht auf. Wenn sie die Wasser braucht, sie wird es alleine nehmen, sonst wird sie die Zufuhr selbst stoppen. Und beim Erde, drinnen, jetzt kann sie das nicht selbst mehr regulieren, weil Beispiel, wenn es zu nass, sie kann ihre Wurzeln sitzen in diesem Matsch. Hier ist kein Matsch. Hier ist pure Wasser, sogar destilliertes Wasser und nicht Matsch. Ja? Hier ist meine Kalatea Rufibaba. Die lassen sich vom keinen Fehler so aus dem Fassung bringen. Sie hat alles ertragen, schlechte Erde, schlechte Wässerung, Nehmöl sprühen, alles Mögliche. Sie treibt aus. Sie sollte eigentlich, sagen wir, umgetopft werden. Da können wir jetzt sehen Sie, wie viele. Ja. Sie hat trotzdem so viele neue Blätter rausgeschossen, wie wir sehen. Abendposition schon, die Blätter sind oben. Dann noch einmal, keine Sorge, egal welche Fehler Sie machen, beziehungsweise, und die werden zu viel gießen, sprühen mit verschiedenen Chemikalien gegen den Schädlingen, oder sie, keine Sorge, die Pflanze wird sich erholen, sie wird neue Triebe haben. Noch einmal zeige ich beim Sabrina, sehen Sie, die Leben kommt immer von unten. Das ist nur die Optik. Optik, eine Signalwirkung hat sie, um zu signalisieren, mir geht es gut, mir geht es nicht gut. Ich habe genau umdüngen. Das ist die große Mehr. Die Leute denken, die Pflanze wird besser, wenn sie düngt. Die Kalatea am besten gar nichts. Wann schon, dann sehr, sehr wenig, paar Tropfen nur in das Gießwasser, überhaupt. Die reagieren auf alles mit einrollenden Blättern, mit zum Beispiel verbrannten, so. Wenn sie vielleicht die Feuchtigkeit nicht so hoch haben, wie sie Kalatea normalerweise brauchen, würden sie auch nicht so viel reagieren. Das wird sie schon vertragen. Aber die Erde muss für sie passen, die ganz genaue Kombination aus Nadelstoffen und Wasser. Und am liebsten trinkt sie Wasser. Ja, keinen
kein Dünger oder sonstiges überhaupt nicht notwendig, weil die Erde schon vorgedüngt. Und statt sie düngen, besser sie topfen sie um. Und sie bekommen nach dem Umtopfen einrollende Blätter, ja. Die Pflanze hat gesagt, mach mal nicht, passiert gar nichts. Beispiel bei Medaillon hat es mir noch nie passiert, dass nach Umtopfen die Blätter eingerollt sind. So, aber beim Sebrina leider. Leider, sie hat es nie gemacht, sie wurde mehrmals operiert, aber sie lebt trotzdem. Ja, keine Sorge, die Calathea können Sie auf diesen verschiedenen Weisen wiederbeleben, beziehungsweise Restart, umtopfen, sparsam gießen, beziehungsweise ein paar Tage nur oben sprühen. Gar keine Sorgen, wenn irgendwelche Insekten kommen. Es ist ganz normal. Calathea wird das überleben. Sie wird aber nicht überleben, wenn sie sie nicht mit diese Geschirrspülmittel sprühen oder damit wischen, Alkohol nehmen, gar nichts. Nichts, null und nichts. So lassen und nur mit reinem Wasser in der Dusche langsam abduschen und mit trockenem Tuch versuchen, diese Viecher loszuwerden. Dafür aber ihr Schutzsystem aufbauen, höhere Luftfeuchtigkeit, gelben Tafel, Neemöl gießen in das Wasser, um die Larven abzutöten. Und das muss so einem Schutzschild, der Schutzschild, wo wir sie nicht loswerden können, aber sie richten keinen Schaden. Wenn sie die Eier legen, die Larven werden absterben, Hälfte von denen werden sie sich irgendwo in diesen gelben Tafel, so wie die Beispiel, die ist noch lebendig, sehen wir das? Nein. Sie wackelt, okay, wir sehen jetzt nicht, dass sie wackelt. Genau, das ist, und wenn sie so eine, wenn sie Pflanzen so näher einer zueinander aufstellen, und jetzt sehen sie, sie haben so viele Fallen, diese, irgendwo wird sie sich, die Mücke schon verfallen, ja, und dann ist sie tot, wenn nicht, die werden in der Erde die Larven ihre Eier ablegen, dafür haben wir aber drinnen die Neemöl, die sterben sowieso, sie kommen nicht raus und können sie sich nicht vermehren, beziehungsweise wie dezimieren sie, statt sie ausbrechen, wie dezimieren sie. Die wichtigste Punkt, sofort mit Maßnahmen beginnen, so sie die Pflanze bekommen. Und wenn eine Pflanze etwas hat, es lohnt sich nicht, in Quarantäne zu stellen. Wenn man eine hat, glauben sie, ja, sie haben sie alle schon. Überhaupt nicht, sondern alle Pflanzen gleich behandeln und sie werden gut. Nicht sprühen, nicht reiben, gar nichts, die Blätter, nein, die sind so empfindlich. Nicht reiben, nicht sprühen, nur mit Wasser abduschen, mit einem trockenen Tuch die Viecher abwischen, gießen mit dem Öl. Das ist das, was sie machen können und die Blätter werden sie erhalten haben. Sie errichten dadurch mehr Schaden und sie praktisch töten die Pflanze statt die Mücken. Sie töten, sie haben die Pflanze getötet aus dem Sorgen, dass die Mücke sie nicht töten. Okay, das war so viel für heute. Ich verabschiede mich, ich wünsche alles Gute. Ich hoffe, meine Tipps haben jemanden oder Ihnen haben geholfen. Sie können jetzt sehen, mehrere Möglichkeiten, was Sie tun können, wann etwas schief gelaufen ist. Was tut man, wann die Blätter sich einrollen. Ja, sage ich immer, Restart, umtopfen und vom Neustarten. So viel für heute. Ich wünsche alles Gute. Geben Sie mir eine Thumb up. Ich hoffe, Sie besuchen mich wieder und freuen Sie sich über meinen Tipps. Bye!